So, einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen hier beim Don Camillo hier bei der RTC. Nein, hier ist nicht MB Iceman, sondern Don Camillo. Der macht heute den Ersatz, wie man mal, da MB Iceman heute leider arbeitstechnisch verhindert ist und somit springt hier der Don Camillo einfach mal ein hier in die RTC. Und somit, ja. Einmal habe ich schon gemacht, aber auch nicht raus schlau geworden, beziehungsweise war da noch nicht ganz so drin. Mal gucken, ob wir es heute besser hinkriegen. Schauen wir mal. Und demzufolge, ja. Viel zu sagen ist ja eigentlich heute nicht. Ich versuche alles relativ durchzudonnern jetzt hier auf Deutsch, um das hier halbwegs vernünftig hinzukriegen. Demzufolge können wir ja ganz kurz hier mal auf die Tabelle gehen. Die Tabelle ist natürlich jetzt hier komplett anders als alle anderen Ligen. Deswegen ist das ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, für mich auch ein bisschen... bisschen anders und demzufolge hier müssen wir mal scrollen wir mal ein bisschen. Ihr habt dann natürlich jetzt hier die Fahrer zu sehen, die Pro-Fahrer und dann kommen natürlich die Senior-Fahrer und natürlich hier unten da ein bisschen verstreut sind natürlich die AM-Fahrer, wo wir natürlich heute drin sind in Grid Nummer 3. Und demzufolge seht ihr natürlich, das Grüne ist hier da, wo der Maus drauf ist, zum Beispiel da jetzt hier der. Uchiha ist natürlich hier Platz 28 aktuell und natürlich tiefer geht es natürlich auch weiter. Dann haben wir den Lon auf der 34 gefolgt, hier auf der 40 Insane Pro und drunter der Swiss Racer, auch alles in der AM. Der Klexi in der AM und natürlich ist es natürlich so, wer hier natürlich da ist, die Gasfahrer etc. sind natürlich auch mit am Start. Und somit können wir natürlich hier, sehen wir ein bisschen grob die Tabelle, grob die Punkte hier, falls ihr ein bisschen gut lesen könnt, dann seht ihr natürlich eventuell euren Namen oder die Namen, für die ihr natürlich ja gerade anfeuert. Und ja, sind wir mal gespannt. Demzufolge sind die Fahrer natürlich hier auch schon auf der Strecke und wir gucken natürlich gleich mal rein, wer denn alles hier heute mit dabei ist. So, demzufolge, das weg, kann ich das natürlich auch wieder zumachen. Und demzufolge hier ab rüber in die Live-Szene. So, da sind wir natürlich jetzt hier in der Live-Szene, aber auch noch nicht richtig drin. Warum auch immer, der Camilla wurde geschludert hier. Demzufolge, das muss er natürlich auch einstellen hier. Achso, nee, da war ja was. War das hier oder war das woanders? Da bin mir gerade nicht ganz sicher, ob das natürlich hier das gesehen werden möchte. Hier zwecks der Renninformationen. Machen wir mal so. Dann sieht man vielleicht nicht alles. So, sind wir mal gespannt. Wir gucken mal rein. Ja, wer ist denn hier schon alles am Start? Wir haben hier natürlich den Renn-BVB. Der ist natürlich hier mit am Start, gefolgt hier von Timra, der natürlich auch heute mitfährt.
Wird auch da Zeit, Digga. Ja, ich kann ja nur so Zeit machen, wie die Lobby offen ist. Demzufolge ist ja auch erst gerade aufgegangen, die Lobby, ja. So, dann haben wir natürlich hier den Ralf hier mit am Start, gefolgt hier von Hennes, Muppet. Der Jackie HD ist hier heute mit dabei. Benny fährt heute mit. GT Hoss ist heute mit am Start, gefolgt von Lohn. L-O-N ist hier heute auch mit in der Lobby, gefolgt von Crashstappen. Crashstappen ist natürlich auch so neu. Also einige Fahrer kenne ich natürlich nicht. Demzufolge muss ich mich natürlich da wieder ein bisschen reinfitzen. Demzufolge haben wir natürlich hier den DB Andreas, der hier natürlich auch heute mit am Start ist. Einfach mal schon gesagt. Matt Madison, unser Lobbyhorst, ist hier heute mit am Start, gefolgt von Schweikino. Und somit sind wir mal gespannt. Natürlich haben wir jetzt hier noch die 15 Minuten Quali gleich hier. Sollte in einer Minute circa losgehen hier. Aber denk mal, werden wir, denke ich mal, hier dann gleich hinkriegen. Hier natürlich hier der Zipfelfink. Ist er denn hier einer von den Roadrunners? Nochmal luschern hier. Ja, ist er der Roadrunner. Das kenne ich doch. Das Team kenne ich irgendwo, ja. Habe ich vor kurzem auch schon gestreamt. Da gehört der mit dazu, ja, sehe ich gerade hier. Ehrlich. Google Hennes Viking Racing natürlich. Der wird natürlich hier auch gerade hier angefeuert hier vom Streamer, Feuerwehrmann hier vom und demzufolge hier der Hennes gerade mal im Bild zu sehen. Ja, guck mal auch noch mal rein. Ja, auch eine schöne Lackierung. Und somit sind wir hier natürlich auf Suzuka. Also mal gespannt hier, wie die Fahrer sich hier anstellen heute. Demzufolge Quali starten wird angepriesen, also wird die Lobby sich hier gleich resetten. Und somit werden die Fahrer dann hier gleich ihre 15 Minuten Quali machen. Rennt BVB ein bisschen weit draußen gewesen gerade eben. Aber jetzt geht es natürlich los hier mit dem Quali. Und somit die ersten raus hier. Uschia ist jetzt der erste, der rausgeht. Da hinten kommt natürlich der Zipfelfink. Da von den Roadrunners. Als zweites gefolgt ja vom Ralf. Da hinten haben wir natürlich der Schweinkino. Oh, Schweinkino. Dann kommt der Andreas, geht jetzt raus. Gefolgt hier. Na? Na? Wer kommt da? Der Ben. Gefolgt von Lone. Ralf steht da noch. Der Jackie HD ist jetzt auch auf der Strecke. Da Crash stoppen. Da auf der 8. Fährt auch raus. Gefolgt von Ralf, der jetzt natürlich jetzt hier auch losfährt. Stand noch mal ein bisschen Schweinkino, Timra, der Hennes. Ja, auch jetzt endlich draußen. Schweinkino steht da noch eine Runde, wartet noch mal. Der GT Hoss, auch jetzt auf die Strecke, will natürlich raus von seiner gezeigten Runde fahren. Gefolgt hier von Mahet. Madison steht noch in der Box. Und sind wir, somit sind wir heute wieder voll aus. 15 Fahrer hier am Start. Und somit, na, sind wir mal gespannt hier. Geht es natürlich dann hier gleich richtig rund oder richtig zur Sache. So, Uschia ist natürlich der Erste, der hier die Boxenrunde beendet gleich. Hat hier noch eine links, eine Schikane und eine rechts. Dann ist er natürlich hier auch auf Startziel. Und wenn wir einmal mal schön onboard mal kurz mit reinfahren hier. Bisschen übersteuert. Leicht verbremst, aber gucken wir mal, was er denn für Zeit gleich hinlegt hier. Somit fährt natürlich Uschia jetzt hier die erste Zeit in der Runde. Gefolgt hier von Zipfelfink, der natürlich hier auch jetzt seine gezeigte Runde macht. Gefolgt von Andreas, geht jetzt hier auch über Startziel. Alle Fahrer haben sie jetzt auch ein bisschen auseinander gelebt. Jeder will nicht ganz hier im Windschatten sitzen. Benny geht als viertes drüber, gefolgt von Jackie Nummer 5. Lon auf Abwägen hier. Hat die Schikane nicht ganz getroffen. Jeder kurz, wartet kurz, bis alle anderen durch sind, dass er vernünftig losfahren kann.
So, auf der 12. Der Pet jetzt auch auf seine gezeigte Runde. Der PvP, der Rennen auch jetzt hier über Startziel. Und der Schweikino. Dasselbe in Spee. Und Madison steht hier noch in der Box hier. Geht jetzt raus, wartet bis alle noch rum sind und gibt jetzt hier Hackengas mit Durchfall. Und so sind wir gespannt, ja. Ah, der geht jetzt schon auf Abwiegen hier. Der Madison. Das ist der klassische Madisons Quergarten. Der Quergarten hier. Stand hier gerade ein bisschen quer. Und somit sind wir gespannt hier, was Oshia hier für die erste Zeit hinlegt. Und somit sind wir hier beinahe 1,589. Aktuell Platz 1 für Oshia, gefolgt hier von Zipfelfink. Andreas jetzt hier. Kann er sich vorpushen hier auf die 1 oder bleibt er auf der 2? 3? Bleibt auf der 3. Dann kommt der Ben hier. Gefolgt hier von Jackie. Platz Nummer 4. 5 und 4. Jackie hat sich vorgemogelt auf Platz Nummer 4. Timbra macht jetzt hier eine 1,58 und somit Platz 1 hier. Für Timbra. Crash stoppen. Auf Platz Nummer 4 vorgefahren. Ralf bleibt hier auf der 8. Itihos auf Platz Nummer 5. Andreas auf der 7. Hennes 7, 8. Andreas 9. Wo sind wir denn jetzt hier? Wer fehlt uns da noch? Da kommt jetzt hier. Na, da. Der Madison. Na, der hat eine Boxenrunde, hat noch ein paar Meter. Und somit jetzt hier. Oshia. Platz 2 aktuell nur. Timbra hat ihn hier sich erstmal schön kassiert hier in der ersten schnellen Runde. Der fing aktuell auf der 3. So, Oshia natürlich hier auf der 2, geht jetzt hier gleich wieder über Startziel. So, mal gespannt hier, aber den Timbra wieder kassieren kann. Na, reicht leider nicht. Reicht nicht hier. Zipfelfink schiebt sich vor hier auf Platz Nummer 2, hat den Oshia kassiert. Den haben wir hier als nächstes über Startziel, der Andreas. Ohne weg fährt. Da kann ich gerade sehen. Platz 5 hier. Aktuell für Andreas. So, dann kommen wir der nächste. Crash stoppen hier. Mit Ralf. 13 und 6. Sind wir mal gespannt hier. Ob die beiden sich noch weiter nach vorne fahren können. Ralf auf die 4 vorgefahren. Crash stoppen auf die 7. Somit Ralf hier. Platz 4 aktuell. Hennes auf die 8 hier. Und auf die 4 hat sich jetzt hier der Lon vorgemogelt. Somit hier. Platz Nummer 4 für Lon. Renn BVB auf der 6. Andreas hier 7, Hennes 8. Verstappen ja auf der 9. Hinter Ralf. Marpet aktuell hier. Platz Nummer 10. Auf der 11 geht die Hoss. Jackie HD auf Platz Nummer 12. Benny auf der 13. Gefolgt von Madison auf der 14. Und Schweikino ja. Platz 15 aktuell. Da war schon eine leichte Purple zu sehen. Gucken wir mal am nächsten Sektor, ob da noch mal eine Purple zu sehen ist. Vielleicht kommt noch mal nach vorne.
Ah, nee, reicht nicht für eine schnelle Runde. Aber schauen wir mal, wo sitzen bleibt die am Ende. Bleiben wir gleich mal drauf hier. Bis Startziel. Platz 5 hier. Für Schweikino. 3, 4. Auf der 6. Da stand, wer stand da? Der 2. Der Timra. Die da ein bisschen abseits der Strecke hat sie weggedreht. Der Ushia. Sich vorgefahren hier. Auf Platz Nummer 1 hier wieder. 1,58, 1,51, 6 für Ushia. Ralf fährt vor auf Platz Nummer 7. Und wir stappen hier auf der 8. Aber jetzt da hinten. Hier auf die 9 sogar. Der Hennis vorgefahren. Gute 5,5 Minuten haben wir noch. Timbra steht in der Box. Teamweise geht jetzt wieder raus. Ein Tag Rennen mit Hübi. Und schon Top 10, ja, genau. Hennis hier aktuell auf der 7. Vielleicht geht noch was. Vielleicht geht hier noch was. Ushia in der Box. Mal hier, ob denn hier im Sektor was angezeigt wird. Na, bin mir kommt da ein bisschen Wege hier. Wo bleiben wir gleich drauf hier? Schauen wir mal, ob er sich verbessern kann. Ja, aber ob er auf der 7 bleibt oder jetzt ist er aktuell auf der 8. Nein, geht in die Box, dreht sich auch drum. Dreht sich dann auch fast rückwärts rein. Das wäre es noch gewesen. Somit Hennis aktuell auf der 8. Geht aber in die Box. Holt sich nochmal neue Latschen hier. Und Renn BVB auf der 6 vorgefahren. Und aktuell auch in der Box. Ushia Schweikino. Vorgefahren hier. Platz Nummer 2. Muss ich ein bisschen beeilen. Da war schon die Purple zu sehen. Im letzten Sektor sind wir mal gespannt, ob er denn das hier halten kann. Aber da war ein kleiner Fehler drin. Vielleicht kriegt er hier noch den Ushia. Gucken wir mal noch hier auf die Sektorzeit. Ah, keine Purple, keine Purple. Eine rote Zeit. Also reicht das hier nicht für die Runde. Vielleicht kommt er noch ran, vielleicht kann er hier nochmal gut durchsetzen durch die Schikane. Sieht gut aus, aber ob es reicht, kann er sich wenigstens ein bisschen verbessern. Nein, kann er nicht. Bleibt auf Rot hier. Timbra weiterhin auf der 3, Zipfelfink hier auf der 4. BVB auf der 5, Ralf hier auf der 6 hier aktuell. Hennis auf der 7. Crash stoppen, ja. Hoffentlich ist der Name nicht Programm hier. Platz Nummer 8 aktuell. Und dahinter ist der Jackie AD, ja. Platz Nummer 12. Geht in die Box. Auf der 12, Jackie. Ah, kann sie nicht verbessern.
So, 2 Minuten noch. 2 Minuten noch. Dann ist das Quali durch. Oshia weiterhin auf der 1. Jungmann noch mal durch. Waikino auf der 2. Timbra 3. Zipfelfink hier auf der 4. Dann Renn-BVB auf der 5. Ralf auf der 6. Gefolgt von Gitti Hoss hier auf Platz Nummer 7. Hennes auf der 8. Kann sich da auch nicht verbessern. Verstappen auf der 9. War in der Box. Macht noch mal eine schnelle Runde hier. Dort DP. Andreas auf der 10, gefolgt von Marc Pett. Oder Mapet. Auf der 11. Jackie hier. Platz Nummer 12. 13. Der Benny. Madison in der Box. Wartet und da geht der Lohn noch mal raus, aber ich denke mal, die Runde wird er nicht zu Ende fahren können. Das reicht mit der Zeit hier nicht. Hier weiterhin auf der 1. Macht die Runde noch mal voll. Und dann war es das auch für ihn ja. Wastart in einer Minute. Schreibt hier Madison rein. 15 Minuten Quali sind rum. Jeder fährt hier seine Runde noch zu Ende. Der nach Vorablauf der 15 Minuten Marke hier noch übers Ziel gekommen ist, darf noch mal zu Ende fahren, der Rest nicht mehr. Zipfelfink hier vorgefahren auf Platz Nummer 2. Waikino 3, Timra 4. BVB 5, Lohn auf der 6. Kitty Haus auf der 8, hier zu sehen. Und somit, wer geht hier nochmal über Startziel? Das wird hier nochmal der Oshia. Er hat hier nochmal. Rest steht da hinten. Mapet wird nochmal. Fragt doch mal im Chat hier, welche Reifen zuerst. Benny schreibt, egal. Egal. Alles frei. RSW. So reicht nicht hier für Oshia noch mal hier was nachzulegen, aber das Ding ist eh durch. Ja, Zipfelfink. Geht ja noch eine Runde. Reicht das? Nein, da fliegt ab. Das war's auch hier für Zipfelfink. Reicht nicht hier, um da noch mal nachzulegen. Waikino, wo ist er denn? Wo steht er denn hier? Da steht er. Timbra 4 steht auch bereit, ja. Natürlich der Poison folgt hier die Roadrunners an, ja. Alle ready. Und somit geht es auch gleich los hier. Somit wird der Power knapp gedrückt und somit noch 5 Sekunden, dann geht das Rennen los. 50 Minuten, ja. Suzuka. Bei der RTC, ja, Grid Nummer 3 bei der AM-Klasse. Ah, somit macht nebenbei sich dann Camille mal noch mal schönes Fässchen auf hier. Natürlich Beusen dir auch noch mal schöne Grüße hier. Die ersten beiden schon mit aerodynamischen Scheibenwischer hier an Bord. Oshia, Zipfelfink hier, Platz 1 und 2. Hoffentlich kommen sie alle gut weg. Zipfelfink macht einen aerodynamischen Scheibenwischer. Frühstart hier von Oshia.
Aber ging gut hier. Zipfelfinger auf der 1. Alle kommen so gut weg. Uchiha kriegt hier von Schwakino noch mal ein bisschen Besuch, der jetzt hier Uchiha kassiert hat. Wie sieht's hinten aus? Timra 4, Ben 5, Lon 6, Ralf auf der 7 hier, gefolgt hier von Andreas, der jetzt abfliegt. Andreas fliegt ab. Jackie hier auf der 8, Ben 9, Gedeos auf der 10 hier, gefolgt auf der 11 mit Questappen. Madison auf der 12, Mark auf der 13, Andreas auf der 14 und Hennis hier auch mit Abflug hier auf der 14. Zipfelfink hier aktuell auf der 1, gefolgt von Schwalkino und Uchiha. Schwalkino versucht da jetzt hier schon anzugreifen hier. Auf Zipfelfink und geht auch erstmal vorbei. Passt das? Reicht das? Geht ein bisschen weit raus. Zipfelfink innen. Und bleibt vor Zipfelfink hier. Der Schwalkino. Uchiha natürlich jetzt auch direkt hinten dran. Nimm mal, dir nimm. Oh, Berührung! Leichte Berührung hier. Im vordersten Feld hier. Uchiha dahinter. Jetzt kommt Timra. Gegen. Oh, und da flog er ab. Da flog der nächste ab. Bleiben wir noch mal kurz drauf, bevor wir in die Wiederholung reingehen. Wie sieht's aus hier? Ah, wieder Verbremser. Uchiha gegen Timra und geht vorbei. Da kommt der Rennen auch vorbei. Jetzt hier an Timra. Reicht das? Nein, reicht doch nicht. Ja, ein bisschen heikel hier heute. Bisschen wilde hier mit den Pferden. Lon auf der 5, Jackie auf der 6. Wollen jetzt hier vorbei hier an Timra. Der Pfiffing weiterhin auf der 1. BVB jetzt hier direkt hinter Uchiha. Und da hinten. Jackie gegen Lon drückt sich da durch. Da kommt Benny auch noch da hinten. Junge, Junge, Junge. Geht heiß hier her, ja? Kenne ich irgendwoher. Zwar nicht in dieser Liga, aber ich kenne auch so eine klassische Liga, wo da natürlich auch so ein bisschen Rempelereien sind. Aber es geht. Ein paar Unfälle haben wir jetzt hier ab. Ein paar Abflüge. Wie sieht's hinten aus? Jackie ging Lon. Jackie sich da gerade schön durchgemogelt. So mit Platz Nummer 5 hier. Benny auf der 7. GT-Haus auf der 8. Questappen hier auf der 9. Ralf auf der 10. Gefolgt hier von Madison auf der 11. Der Mark hier. Oder Marpet auf der 12. Andreas 13. Hennis auf der 14. Und Schwalkino. Gehen wir nochmal bei Schwalkino rein. Gucken wir uns das mal an. Was war gewesen? Da war er auf Platz 1 noch. Oh, da kriegt er schon mal den ersten Ditcher. Ah, dreht sich selber weg. Dreht sich da selber weg. Oh, und kriegt da noch den Schlag rein. Ah, schade. Dumme Zipfelfink hier, Platz Nummer 1. Das ist voll, hat ein bisschen gedauert. Und somit ein bisschen. Was macht BVB hier? Gegen Uchiha reicht das? Nein, reicht nicht hier. Auf der 4 Jackie. Lon 5, Timra 6, Benny auf der 7, GT-Haus hier auf der 8 gegen Questeppen. Und der quetscht da so ein bisschen leicht rein, leichte Berührung, leichte Kollision. Gehen wir mal rein, gucken uns das mal von hier an. Versucht es jetzt innen. Ja, GT-Haus kann da nicht vorbeiziehen. Wollte rausgehen aus dem Winter, das hat nicht gereicht. Da ist der Ralf noch zu sehen hier. Aber
Verstappen kommt da noch nicht vorbei. Sitzt jetzt direkt hinten im Nacken. Los, nicht verbremsen, Jungs. Da auch leichte Berührung von hinten. Madison auf der 11. Und da kommt Ralf. Und somit zieht Ralf vorbei. An Verstappen auf die 9 vor. Und da hinten ist Madison schon zu sehen. Sieht's vorne aus. Zipfelfinger auf der 1, Oshia 2. Rennen BVB hier auf der 3 hier. Noch dicht zusammen hier, 1,4 Sekunden. Rennen ihm hier auf Platz 1. Jackie mit 1,8 dahinter. Und mal, ob er jetzt hier im Windschatten attackieren kann. Ah, da kommt er gut. Da saugt er sich gut ran. Aber er schiebt seinen Teamkollegen hier. Bleibt stramm dahinter. Also kann man sich natürlich auch ein bisschen nach vorne pushen. Den Teamkollegen vorne da ein bisschen nach vorne schieben, dass er näher hier in den Windschatten reinkommt. Und somit ist Oshia hier nur noch 0,7 dahinter in der Zipfelfink. Leichter Verbremser. Jackie. Und Abflug. Abflug hier von Jackie. Und der nächste dahin. Knallt dahin der nächste rein. Das war der Ben gewesen. Der hier da noch mit wegflog. Gehen wir mal drauf hier. Schauen wir uns das mal an. Ja. Jackie bleibt hängen. Ah, der klassische. Wer kommt da noch angeflitzt? Der Bender. Und der Ralf auch noch leicht im Abflugsmodus. Und somit teilt sich das Fahrerfeld dahin noch mal ein bisschen hier. Da wird auch noch mal ramponiert. Verstappen, Marpet und Verstappen, hier Madison. Da bin ich raus, Boys, da bin ich raus. Ach, damit ihr das hier auf der Geraden hier. Kann man machen. Sich da gegenseitig nach vorne schieben. Kann man machen. Ist ja nicht verboten. So, dahin hat es auch nochmal hinweggesegelt. Ralf auf der 11, Jackie auf der 12, Andreas 13. Schweikino 14, Hennes auf der 15, ja. Zipfelfink gegen Oshia. 0,7 weiterhin. Rennt BVB eine Sekunde dahinter auf der 3, ja. Lon auf der 4, Timbra 5, geht die aus 6. Verstappen 7, Madison 8. Marpet 9. Benny hier auf Platz Nummer 10. Gefolgt von Ralf auf der 11. Der hat auch einen Fehler. Auch durchgereicht worden hier. Jackie auf der 12 mit dem Lichthupen-Massaker. Und Schwakino ja. Auf der 13 versucht er jetzt natürlich aber an Jackie vorbeizuziehen. Reicht aber noch nicht, ja. So, wie sieht es hinten aus? 14. Andreas Hennes auf der 15 weit abgeschlagen. Und Jackie hier gegen Schwakino. Vorne sieht es noch halbwegs ruhig aus. Da ist noch kein großes Duell zu sehen. Aber jetzt hier Schwakino versucht da vorbeizuziehen. Setzt sich daneben. Reicht das?
Muss der GTR erstmal Gas geben, ja? Hacken Gas mit Durchfall, ja. Reicht nicht, ja. Für Schmeikino da vorbeizuziehen. Da hat er sich, glaube ich, jetzt Schmeikino selber abgeschossen. Dreht sich da weg. Gucken wir uns das auch nochmal an hier. Was war gewesen? Und da denke ich mal ein bisschen zu weit raus. Ja. Oh, da dreht er die weg. Ah, schade. Aber Gott sei Dank bleibt er hier noch gut auf der Strecke stehen, ja? So rennt BVB an Uschia vorbei. Uschia war auch gerade einen Fehler gehabt. Und mal sehen wir das in der Wiederholung noch. Uschia, ja, muss hier vorne gewesen sein. Wo BVB da vorbeizog. Und Luise, schönen guten Abend hier. Servus. Grüezi. Ja, hier dreht er sich halb weg. Und somit kann hier Renn BVB hier vorbeiziehen. Zipfelfink weiterhin auf der 1. Renn BVB 2, Uschia 3. Ja. Lon auf der 4, Timra auf der 5, gefolgt hier von GT Hoss hier auf Platz Nummer 6. Verstappen hier auf der 7, Madison auf der 8. Benny auf der 9 hier aktuell. Gefolgt hier von Ralf auf der 10. Marpet auf Platz zum Rolf. Gefolgt hier von Marpet auf der 12. Hat sich sogar umgeschwitzt hier. Und der Andreas hier auf der 13. Hennis 14. Vorne Stappen gegen GT Hoss. Weg den Windschatten. Kommt einfach mal onboard mal ein bisschen mit. Ja, ein bisschen die Sonne entgegen, ja. Na, reicht noch nicht. Reicht noch nicht hier für Crashtappen. Dann haben wir hier Timra. Schließt jetzt auch wieder auf Lon. Auch direkt dahinter jetzt. Vielen, 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 vielen Dank hier für dein Abo hier. Grüß dich, meiner. Lang nicht mehr gesehen und doch wieder erkannt hier. Kaktus. Servus, grüezi. So, wie sieht's hinten aus? Hinten haben wir natürlich nochmal Highlife in Tüten und Durchfall dazwischen. Benny auf der 9, Ralf 10, gefolgt von Jackie hier auf der 11, ja. Marpet kann sich natürlich nicht ganz dran halten, verliert ein bisschen Zeit. Auf Jackie. Ah, leichte Berührung hier. Schönen guten Abend, ja. Jaktus. Nochmal vielen Dank hier für dein Abo. So, jetzt ja. Hackengas mit Durchfall. Vorbei zieht hier der Jackie. HD, Hackengas, Durchfall. Passt, reibt sich so. Gute Abkürzung. Aber reicht nicht. Der Spritzpups reicht doch nicht, um vorbeizuziehen, ja. Schade. So, Timra kommt auch noch nicht näher dran an Lon. Reicht es noch nicht?
Ja, wie gesagt, heute bin ich nur Ersatzstreamer hier von MB Iceman, der natürlich arbeiten ist. Ansonsten macht hier MB Iceman hier den Grid. Deswegen bin ich noch nicht ganz so drinne bei den Fahrern hier. Kann ich auch noch nicht abschätzen, wer wie wo ist. Aber ich denke mal, das kriegen wir alles schön hier schön gewappt hier oder gewuppt. Mein offizieller Liga-Stream ist natürlich dann hier wieder am Donnerstag bei der HSK. Da geht es wieder heiß her zur Sache. So, Zipfelfick. Kann sich aber nicht absetzen auf BVB, der jetzt natürlich näher rankommt. Sitzt jetzt direkt im Nacken, ja. Luise, vielen Dank hier für deine 100 Bits. Dankeschön, Mäuschen, danke. So, gehen wir doch mal einfach mal hinten beim Rennen, ja. Von hinten. Kann er sich ranziehen hier? Uschia kommt da nicht mehr ran. 3,4 Sekunden durch Abflug. Ja, da geht er natürlich hier gut. Bisschen vom Gas. Riskiert nicht so viel. Ja, dauert noch ein bisschen. Dauert noch ein bisschen. Hatte da noch was rumliegen. Danke, Luise. Muss meine auch mal was aufladen. Meine sind, glaube ich, auch fast leer hier schon. So, Zipfelfing, was nun? Gibst du Gas oder musst du dich jetzt hier von den Rennen überholen lassen? Aber Rennen macht hier den Fehler. Somit hat Zipfelfing hier natürlich die Chance, hier wieder ein bisschen sich abzusetzen. 0,5 Sekunden. Also mit N, nicht mit C, mit N bitte. Zipfelfink. Ja, kennst mich doch. Sonny-Sprache nennt man keine Sprache. Dialekt von Null. Alles drinne, nur nicht das, was drinne sein soll. Ja, ja. Ja, ich dachte, das ist so ein Klassiker. Ich tue die Namen sowieso mal alle verwechseln. Beziehungsweise gibt es immer andere Namen, als was sie überhaupt heißen. Hab schon oft noch Lucky gekriegt im Stream. Weil natürlich ich irgendwas sage, was ja auch nicht stimmt. Wieso, dann schreibt es doch richtig hin hier. So, Crashtappen. Vorbei an Madison. Madison hier auf der 7. Gefolgt von Ben, das ist auch weit weg. Andreas auf der 9. NS 10. Gittihos auf der 11. Zipfelfink RNB. Also Renn BVB in der Box. Uschia Box. Schweikino auf der 13 hier, Jackie HD auf der 14, Ralf, Jackie HD 13, Ralf 14, Marpet auf 15, so rum. Jetzt hat er es wieder. Bei uns ist alles gut. Der Bauch, der wächst. Nicht nur bei meiner Frau, auch bei mir. Ich habe zugelegt, das glaubst du nicht. Da habe ich zugelegt. So, Lon dreht noch eine Runde. Crashtappen dreht noch eine Runde. Ja, Mittwoch müssen wir wieder rein. Am Mittwoch müssen wir dann wieder. Was, Mittwoch? Nee, am 11. Am 11. müssen wir wieder rein. Nee, Bier brauche ich nicht. Das ist ein bisschen mehr. Ich bin mitschwanger, sagen wir mal so. Stimmt, 10, 15 Kilo schon mal zugelegt. Richtig scheiße. Müssen wir wieder trainieren gehen. Wird mal wieder Zeit. Naja, bist du lange zu Hause? Krankheitsbedingt, dann ja. Dann setzt sich natürlich das alles an und wenn man nicht trainieren gehen kann, ist das auch ein bisschen bescheiden. So, Lon weiterhin draußen geblieben, Crashtappen draußen geblieben. Renn BVB ist nach der Box draußen. Zipfelfink ist jetzt Platz 4, ist dahinter. Uschia jetzt auch wieder näher dran gekommen. Fast alle waren so in der Box, außer die ersten zwei. Du fühlst. Ja, du fühlst. Danke, Luise. Ja, das ist schon. Man merkt's. Man merkt's. So, was macht Uschia? Was macht er hier?
Direkt hinter Zipfelfing land in der Box. Kreschstappen geht jetzt hier auch in die Box. Somit BVB gleich Platz Nummer 1 hier. Eine gute halbe Stunde, ja. So, Zipfelfink gegen Uschia. Wo hast denn du zugenommen, Luise? Wo hast du zugenommen? Was man sieht, da ist nichts mit zunehmen. Ara hast du zugenommen, weil er gefärbt hat, also Farbe drauf gemacht. Ja, das hast du. Aber ich hoffe mal, du genießt deinen Urlaub. Am Bauch. Aber wie heißt es so schön? Ein Mann ohne Bauch ist ein Krüppel, oder wie nennt man das? Oh, da flog Uschia ab. Wo wollt ihr hin, ja? Gehen wir mal rein in die Wiederholung. Ach, da kam er auf den Körper drauf und schiebt sich somit ins Aus hier. Und da ist der Lon jetzt direkt dahinter. Will er jetzt auch vorbeiziehen, ja. Machst du ein Auto heile? Hast kaputt gemacht schon wieder? Also warum muss aufs Auto warten? Ah, ich muss mein Auto auch noch fertig machen. Warte, fertig machen. Neue Bremse fertig gemacht. Jetzt muss ich noch ein paar Sachen reparieren. Ach, Loch im Auspuff. Ja, das kenne ich. Das kenne ich. Hört sich dann an wie so ein Panzer. Nee, mein muss auch noch fertig machen. Die Tage. Nur ein paar Ersatzteile bestellt. Wo es hier noch Winter wird. So, BVB weiter auf der 1, Zipfelfink auf der 2, Timbra 3. Uschia auf der 4, Lon auf der 5, Gideos auf der 6, Questappen auf der 7, Madison auf der 8, Jackie 9, Ben 10. Gefolgt hier von Ralf hier, der direkt im Angriffsmodus ist. Also das Rundum-Paket. Das kenne ich. Das kenne ich. Kostet natürlich auch so eine Stange Geld. Aber bei mir mache ich das alles selber. Bei mir baue ich das alles selber an. Die Erfahrung habe ich, das selber zu machen. So, Ralf hat nicht geklappt, an Benny vorbeizuziehen. Und somit, wie sieht es hinten aus? Ja, das weiß ich, Luis, das weiß ich. Nur bei mir ist das Problem, ich muss vorne auf dem Weg immer stehen. Ich habe noch keine Garage gekriegt da hinten. Sonst hätte ich das alles in der Garage gemacht. So. In Selbsthilfewerkstatt muss ich auch noch mal reinfahren. Auf der Hebebühne. Ei, jetzt ist Ralf abgeflogen. Jetzt dreht sich Ralf und haut sich hier die Karre nicht beet, aber verliert wertvolle Plätze hier. Schweikino auf der 15. Da muss auch was gewesen sein. Auch nochmal ein Abflug. Andreas 14, Ralf 13 jetzt. Sieht es vorne aus. Ja, B kann sie jetzt gut absetzen. Setzt sich gut ab hier 5 Sekunden vor Zipfelfink. Und Zipfelfink hat natürlich 1,4 Sekunden Vorsprung hier auf Timbra. Da natürlich Uschia, da auch den Fehler hatte, der natürlich jetzt gegen London kämpfen muss hier. Den aerodynamischen Scheibenwischer an. Aber ob der hilft dir, man weiß es nicht. Ach, herrlich.
Ja, war das ein Neuwagen oder war das, wer hat den vorher gefahren? Er ist ja normalerweise bei so viel Kilometer darf die nicht runter. Guck mal, meiner hat jetzt 260 runter. Da fängt jetzt erstmal langsam an, die Kupplung ein bisschen. Ne? Ein bisschen was merke ich, dass sie ein bisschen runter ist, aber normalerweise hält das normal lange durch. Also man fährt mit viel Zwischenkupplung, ne? Mit schleifender Kupplung, das ist natürlich auch der Nachteil. Ja. 2006er. Also fast wie meiner. Ich hatte ein paar mehr Besitzer. Ich habe glaube drei oder vier hatte ich habe. So, RB weiterhin im Vormarsch. Tipfe Fink. Ah, verliert er Zeit hier auf Timra. Ja, definitiv. 138.000 für das Alter. Sehr wenig. Sehr wenig. Meiner ist, den habe ich jetzt 260.000 hat er runter. Also aber Diesel, ne? Der hält noch. Das ist so. Schöner alter Ford, so schöner Ford Mondeo. Der hält eine Weile. Er macht das gerade, läuft das ja. Dann ist das ja super. Dann läuft das. Da sparst du dir viel Geld. Sehr viel Geld. Kupplung wechseln. Kupplung wechseln, das kostet Schweine. Das habe ich damals bei meinem Vater immer in der Werkstatt dabei gemacht. Aber so, wenn du machst, guck mal, ich habe letztes seitdem habe ich brauchte ich eine Auspuffanlage, einen Krümmer. Die in der Werkstatt wollten 400 € haben, nur für das Scheißding. Und dann noch einbauen. Ich sollte 600 € bezahlen. Da könnt ihr euch verbissen, wie ihr darstellt. Das Scheißding kaufe ich mir selber. Hab das für einen Huni gekauft und 10 Minuten Einbau. Also, sagen wir mal, Material plus Einbaukosten waren wir bei 110 €, sagen wir mal. Oder 120. Betriebsstunde, Arbeitszeiten und Scheiß. Aber wie gesagt, wenn man das selber kann, dann ist man dann doch schon sehr geholfen. Also spart man sehr viel Geld. Den anderen Ford, den ich hatte, da wollten die auch für TÜV fertig machen, wollten die über 600, 700 € haben. Ich habe den für 200 fertig gemacht. Durch den Sache, was ist das für Geldschneiderei? Klar, wenn man Arbeitszeit kann man rechnen, das ist klar, aber wenn ich die Materialkosten sehe, das ist nicht mehr normal. Deswegen mache ich das mal selber. So, wie sieht's hinten aus? Jackie gegen Madison. Und hier, Dreierkolonne. Beni, Mapet und Ralf jetzt hier. Das Dreiergeschwader. Was macht der Ralf? Geht wieder hier mit Hackengassen Durchfall vorbei. Oder. Oh, ja, da war der Durchfall. Der schiebt da hier die Mapet hier raus. Und Benny, der schiebt sich auch noch mal selber ins Aus. Gucken wir uns das noch mal an. 12. Ah, doppelter. Doppelter. Da hat Ralf zu sehr hinten ans Heck geleckt. Und da dreht sich Benny auch noch mal selber weg. Ah, ärgerlich. Schade. Schade, schade. Somit Mapes. So, Mapet jetzt direkt wieder hinter Benny. Aber viel Zeit verloren auf Ralf, der hier natürlich auf Platz 11 jetzt ist. Ja, den Renault habe ich auch selber gemacht, auch wenn es ein Neuwagen war. Vieles mache ich selber. Vieles. Ne? Aber du hast schon recht, bei den ganzen neuen, da gehe ich auch noch nicht so ran. Fahrwerk und das Mechanische, das ja, aber Elektrik nicht so. Da auch der nächste im Abflug. Das war der Hennis. Muss das auch noch mal an hier. Wo wollte er hin?
Ah, hier vorne rechts. Da haben wir zu weit raus. Ja. Und dreht sich weg. Ja, die Ecke, die ist tricky. Klein Tick zu viel Gas und du drehst dich da wirklich weg hier. So, Renn-BVB kann sich gut absetzen. Benny gegen Mapet. Und Hennes ist jetzt langsam auch wieder dran. Dann haben wir hier noch Bouchier gegen Lon. Imra ist hier auf 2 vorgefahren. Da hat Zipfelfink einen Fehler gehabt. Top Überholmanöver, mal 2 wegknallen, ja. Was will man sagen? Kann man nichts sagen. Schade für die Beteiligten. Da war der Bremspunkt, glaube ich, nicht ganz so passend gewesen. Ein kleinen Tick zu spät gebremst. Aber schade. So, Zipfelfink natürlich jetzt hier. Weiß nicht, was da jetzt war. Da war auch irgendwo ein Fehler. Denn Timra ist vorbei. Uchiha 4. Lon auf der 5. Idehorst gegen Crash Stappen. Ja, wie gesagt, wir sind hier in der AM. Da kann das mal passieren. Darf zwar nicht, kann aber mal. So, 18 Minuten noch. Das starten wir dann in Luft. Jackie ist mit 13 Sekunden dahinter auf der 8. Aber Crash Stappen versucht natürlich hier den GT-Haus hier noch zu kassieren, um eventuell nochmal Platz 6 zu erreichen. Beißen. Herrlich. So, noch mal gespannt hier. Kommt jetzt ran, reicht doch nicht hier. Ah, jetzt drückt er. Jetzt sitzt er hinten dran, ja. Jetzt sitzt er am Nacken. Doch, jetzt muss kein Fehler machen. Gamer feuert natürlich den Zipfelfink an, der leider aktuell auf der 3 ist, war auf der 2, kleinen Fehler gehabt. Ah, oh, Jungs! Ruhig, bin die Jungpferden, ruhig! Brrr, fährt sie, brrr! Na, Zipfelfink hat da aber natürlich ein bisschen. Nee, Lon ist das, der da ein bisschen zu kämpfen hat jetzt hier. Gegen Uchiha. 4 und 5. In der ersten Kurve geht alles auf Driver. Und Zipfelfink versucht natürlich an Timra wieder ranzukommen. Uchiha gegen Lon. Da ist ein bisschen Luft. Aus gegen Crashtappen. Da ist natürlich auch minimal Luft. Vielleicht kommt der Stappen dann natürlich ein bisschen näher ran. Jetzt hier ein bisschen durch den Windschatten, die ein bisschen ransaugen lassen. Aber in der Schikane muss es passen. Timbra Box. Sprint 0. Jetzt muss es hier passen in der Schikane, damit er gut rauskommt in Exit. Und natürlich jetzt hier schön im Windschatten. Hacken, Gas und Durchfall. Gib die alle. Ah, da zieht der AMG doch ein bisschen besser. Jetzt saugt er. Bleibt aber dahinter. Bleibt dahinter.
Boss, leichter Fehler. Jetzt setzt sich Verstappen daneben und geht vorbei. Er geht eiskalt vorbei nach dem Fehler hier von GTOS. Und somit Verstappen hier auf Platz Nummer 5 hier. Die Base muss er halten jetzt hier. NPVB 11,6 Sekunden Vorsprung auf Zipfelfink, der jetzt auf der 2 gelandet ist, da natürlich hier Timbra in der Box war. Bushia mit 2,7 da hinten, Lon 1,3 hier auf der 4 hier. Alles klar, Luise. Ich wünsche eine gute Nacht. Schlaf schön, träum was Schönes, erhol dich schön und komm erholt wieder nach Hause. So, GTHorst versucht natürlich jetzt hier wieder eventuell den Konter zu setzen, muss aber aufpassen, dass Verstappen hier nicht so weit wegkommt. Jackie auf der 8, Madison auf der 9, Mappet 10, Schweikino auf der 11, direkt dahinter. So, Renn B vorbei in der Box. Zipfelfink, ja. Platz Nummer 2. Hier denke ich mir jetzt auch rein in die Box. Nein, fährt noch eine Runde. Fährt noch eine Runde. Oshia in der Box. Lon fährt auch noch weiter. Da kommt GT und Verstappen. Fährt auch noch weiter. GT aus geht in die Box. Zipfelfink muss natürlich jetzt auch langsam in die Box. Einmal muss er noch. Einmal muss er noch rein in die Box hier. So. Also sind wir eigentlich auch relativ gut im Schnitt hier. Lon muss natürlich auch in die Box. Die anderen sind. Aber wir sind ein Ticken schneller als die anderen. Ein Ticken schneller als die anderen Lobbys. Aber relativ im selben Schnitt hier. So, Zipfelfink in die Box. Lon, denke ich mal, hinterher. Ja, geht hinterher. Da kommt Renn BVB. Verstappen wird, denke ich mal, auch gleich in die Box gehen. Nochmal das Lichthubenmassaker. Angeschoben, Mann. Und Verstappen fährt hinterher, fährt weiter. Verstappen so mit 2. Und Timbra auf der 3 hier. Zipfel Oshia kommt. Wo kommt Zipfelfink? Da kommt Zipfelfink. Bleibt auf der 3. Genau vor Timra. Da kommt der Timra. Jetzt muss er Gas geben. Timra direkt dahinter. Sekunden. Ist BVB vorne weg. Das wird nicht reichen hier. Für Zipfelfink da noch näher ranzukommen, ja. Da muss vorne schon was passieren, dass Zipfelfink da näher rankommt. Verstappen natürlich wird jetzt auch in die Box reingehen. Letzten 10 Minuten hier noch. Und 15 Sekunden. Gehen wir noch einmal durch hier. BVB auf der 1,
Verstappen 2 noch. Tipfelfink 3, Timra 4, Lon auf der 5, Oshia auf der 6. Hat Oshia wieder einen Fehler gehabt? Lon ist vorbei. GT Horse hier auf der 7. Jackie HD auf der 8 hier. Schwalkino auf der 9 vorgefahren. Dahinter der Madison auf der 10, gefolgt von Ralf auf der 11. Benny auf der 12. Hennis 13. Marpet hier auf der 14. Und natürlich der DP Andreas hier auf der 15. Und Flo hier. Vielen Dank hier für dein Raid hier. Herzlich willkommen an deine Zuschauer, deine Nachfolger. Vielen Dank. Und ich hoffe mal, du hast einen geilen Stream gehabt heute. Konnte leider nicht reinschauen, da ich selber gestreamt habe, Flo. Aber dennoch vielen, 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 vielen Dank hier. Natürlich Moinsen. Oh, Verstappen fährt weiterhin noch. Der will wohl nicht rein. Der will wohl noch nicht rein in die Box. Tipfelfink hier auf der 3. Luft nach vorne, nach hinten. Und den Road war das, ja. Imra 4. Lon 5, dahinter Oshia. Ach, du warst ja wieder bei dein Hüpfdinge hier. Wie sind denn hier? Hier dein. Das schon. Oder hast du COD gespielt? Heute ist Montag. Ne, heute spielst du deine Flummis da hier. Wie heißen sie denn? Vollgeist oder wie die heißen, ja. Genau, Vollgeist. Ja, wenn du, solange du im Finale warst, ist immer schön. Gewinnen ist noch besser, aber Hauptsache im Finale. Wir stappen hier vorbei. Ja, und Ben, wo, was war mit Ben los? Sehen wir nicht mehr, schade. Und somit Zipfelfink da doch näher rangekommen. 4,2 Sekunden. Ben hatte, also Rennen hatte einen Fehler. Renn-BVB. Ja, Vollgeist, genau so. Jetzt weiß ich's. Ja, ich vergiss das so. So. 3,8 hier. Ja, wenn COD wäre es hoch von 2, das glaube ich. Das glaube ich. Machst du eigentlich mit bei Blackie sein Event? Machst du da eigentlich mit? Am Freitag? So, Zipfelfink hier. 3,3 Sekunden dahinter. 3,3. Jetzt muss er zaubern. Jetzt muss er irgendwas zaubern in den letzten 6,5 Minuten hier. Die Woche überstehst, die überstehst du gut, dann machst du mit. Mach ja auch mit. Mein angehender Schwager, den habe ich auch da rein, jo, der soll ja auch mitmachen. Aber hat sich noch nie angemeldet, der Sack. So, ja, Dreier-Duell, Vierer-Duell. Benny, Marpes, Hennis und Andreas. Alle direkt im Windschatten hier. Auf los, mein Team steht schon. Ich mach mit Andi, Marie. Der will mit mir verlieren, der Hund. Ah ja. Geht's um eine Schlussphase hier? Da geht's auch noch um wertvolle Plätze. Da ist doch alles möglich hier. 12, 13, 14, 15. Auch hinten gibt's gute Duelle. Ui. Benny versucht natürlich jetzt hier gegen Marpet
natürlich hier zu zaubern. Wie sieht's vorne aus? Verstappen wurde wieder überholt hier von BVB. Zipfelfink mit 2-4 dahinter. Er kommt näher. Aber ob es reicht hier in den letzten 4,5 Minuten? Ob es natürlich reicht, das ist natürlich hier die Frage. Da muss er zaubern. Wie sieht denn aus hier? Oh, jetzt einmal Petty gegen Benny. Hennes hinten dran hier. Los, sie abfliegen. Mapet geht ein bisschen vom Gas. Jetzt sticht er rein, setzt sich daneben und zieht nicht vorbei. Hat nicht gereicht hier. Hat nicht gereicht für Mapet. Dafür Andreas wieder näher dran hier. Und vorne natürlich, der Benny konnte sich jetzt absetzen. Der ist erstmal raus aus dem Geschehen hier. Oh, Fehler von Hennes. Vielleicht ist so Andreas hier der lachende Dritte. Der Zauber, das Hex, Hex. Für Fink geht vorbei, Verstappen hier. Ah, da ein bisschen Zeit verloren. 3,2 Sekunden wieder. Und hinten wieder. Oh, Benny hat auch einen Fehler wieder gehabt. Die Fahrer sind wieder dran. Hennes ist dran. Mappet ist dran. Andreas ist wieder halbwegs dran. So, dann haben wir natürlich hier auch noch mal Madison gegen Schweikino und Ralf hier dahinter auch noch, aber da ist noch überall ein bisschen Luft hier. Und Zipfelfinger freie Bahn, da kommt natürlich Tantra, kommt da auch noch, oder Timtra. Der wird ein Quest ab mal vorbei. Schier gegen Lone, ja, auch noch. Also wir haben ja überall Duelle. Letzten 2 Minuten. Letzten 2 Minuten hier. Und jetzt hier nochmal. Benny, Hennes vorbei an Benny. Benny kontert, setzt sich daneben. Und zieht wieder vorbei. Gegenkonter von Hennes reicht nicht hier. Reicht nicht. Ah, kleine Schubser. Bisschen angeschoben. Ah, jetzt, na. Und Benny fliegt ab. Oh, und da ist er weg. Da schlägt er ein. Und somit Mapet auf 12 vorgefahren. Andreas sticht da auch nochmal gegen Hennes und zieht vorbei. Reicht das hier für Hennes? Nein, reicht nicht. Andreas holt sich da auch nochmal den Platz. Und kann sich hier auch gegen Hennes durchsetzen. Letzten 35 Sekunden hier, letzte Runde hier für RNBVB. Zipfelfink verliert die Zeit, kann da nicht mehr mithalten. Und somit hier die letzten 15 Sekunden. Junge, Junge, Junge.
So, letzte Runde, ja. Letzte entscheidende Runde. Und somit holt sich hier Renn-BVB hier den Sieg. Da gibt es nochmal gelbe Flagge. Somit Glückwunsch, Renn-BVB. Zipfel fängt hier Platz Nummer 2. Glückwunsch. Timdra auf 3. Crashtappen hier auf die 4. Oshia 5. London auf der 6. So, wen hat es denn da noch? Waren hinten welche durch schon? Ja. Marpet durch, Andreas durch, Benny durch, Hennes durch. Die haben wir verpasst. Und somit jetzt hier GT-Haus hier. Platz 7 durch Silja. Glückwunsch hier auch an GT Hoss. Platz 7. Jackie hat die Platz Nummer 8. Madison auch nochmal vorgefahren auf Platz 9. Schweikino geht dahinter auf Platz 10 durch Ziel. Glückwunsch auch an euch beiden hier. Und Ralf, Platz 11, Glückwunsch. Mapet durch, Andreas durch, Benny durch, Hennes durch. Ah, Junge, 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 Junge. Das ging noch mal ab hier. Somit Renn-BVB hier Platz Nummer 1 hier. So, demzufolge einmal hier. Da. So, einmal nochmal das Rennergebnis. Renn-BVB auf der 1, gefolgt von Zipfelfing auf der 2, Timbra auf der 3, Crashtappen auf der 4, Oshia 5, Lon auf der 6, Kitty Horse auf der 7, Jackie HD auf der 8, Madison auf der 9, Schweikino hier auf Platz Nummer 10, Ralf auf der 11, Marpet auf der 12, DB Andreas auf der 13, Benny auf der 14 und der Hannes hier aktuell Platz Nummer 14. Ja, so, demzufolge, da sind wir auch schon wieder durch. Ich als Ersatzstreamer, vielleicht sehen wir uns irgendwann nochmal. Aber hat Spaß gemacht, war wieder ein geiles Rennen. Und demzufolge, vielen Dank, dass ich natürlich hier übernehmen durfte und den MBI-Spin ersetzen durfte als Ersatzstreamer. Und somit, ja, denke ich mal, sehen wir uns spätestens entweder bei mir im nächsten Stream, da bin ich am warte mal, ach nee, falsche Taste. Da bin ich natürlich am Donnerstag bin ich dann wieder da bei der HSK und somit, ja, genau, hab einen entspannten Abend, werde ich haben. Ich werde jetzt auch nebenbei noch mal ein bisschen daddeln und ja, wir sehen uns, wir hören uns und somit macht's gut, bis denn, haut rein, ciao.